Was geht hier vor? Stopp! Alles okay bei dir? Achtung an alle Einheiten. Gesucht wird eine gewalttätige 091. Sie ist vor einigen Stunden aus der Jugendpsychiatrie entkommen. Sie ist psychisch instabil und wird als gefährlich eingestuft. Hab verstanden. Hab ich ein Glück. Hast du keine Freunde? Ist da nur du, ganz allein in einer großen bösen Welt? Hey, hör zu, ich muss dich mitnehmen, okay? Du könntest also all die Arschlöcher da draußen mit deinem Verstand kontrollieren? Ich meine, wow. Hey, Romeo, greif in deine Tasche und zeig mir deine Wertschätzung. Ich geb dir nicht mein Geld. Bro, was machst du? Gib mir nicht das ganze Geld. Ist sie denn noch hier? Sie kann nirgendwo hin und ich helfe ihr für eine Weile. Was hast du vor? Sie ist eine Flüchtende, Mann. Stehen bleiben! Wenn ihr das Mädchen seht, schaut ihr nicht in die Augen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber tut es einfach nicht. Ich wusste, dass heute Nacht irgendwas Abgefahrenes passiert. Weißt du, mit dem Vollmond spüre ich das in meinen Eierstöcken. Ich schwör's bei Gott. Sorry, du bist nochmal? Mein Name ist Abby. Travis Maddox. Hat die Nummer schon mal funktioniert? Kein einziges Mal. Aber ich mein's ernst. Du bist nicht mein Typ. Das weißt du nur noch nicht. Wow. Er ist echt heiß. Ist auch mein Lieblingsbild. Hat man dir nicht beigebracht, dass es äußerst unhöflich ist, jemanden über die... Junge Dame? Ich will nichts von dir. Ich hol dich um 8 ab. Für mich so hübsch gemacht? Das ist kein Date. Was ist deine Story? Ich bin ein durchschnittliches Mädchen aus einer ganz normalen Stadt. Wow, so viel wollte ich gar nicht wissen. Also, du magst ihn. Er hat doch überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Ich werde niemals mit dir ins Bett gehen. Ich will keinen Sex mit dir, Baby. Ich will bloß bei dir sein. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen präsentieren das 8. Weltwunder. Der einzigartige Pinocchio! Hallo, Paps! Donner und Blitz! Ein Fest! Echt? Dreh dich um und lass dich angucken. Bis du zurück bist, warte ich hier. Pinocchio läuft vollkommen ohne Gewissen durch die Straßen. Stell dir mal vor, was er für Ärger kriegen könnte. Würde ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren wollen. Jeder, der irgendjemand ist, möchte ein Jemand sein. Aber ich will echt werden. Warum um alles in der Welt willst du echt werden? Da weiß ich was Besseres. Berühmt werden! Pinocchio sollte längst wieder zu Hause sein. Marionette mehr sein. Darauf kannst du wetten. Pinocchio, sei mutig. Aufrichtig. Und selbstlos. Du wirst immer mein echter Junge sein. Eine Lüge kann dich verändern, Pinocchio. Was passiert hier, Jiminy? Sieht mir nach einem Feenzauber aus. Ich hab ein Näschen für sowas, weißt du? Okay, jetzt könnt ihr... Bounce like the booty bounce, bitch, bitch, bitch. Make it bounce, bounce. Come on, bitch, bitch. Das ist so geklappt. I think I thought I saw you try. Aber ich kenne mir das, wenn du wirst, macht sich lustig über unsere Kultur und unsere Religion. Ja, wieso machst du das? Nein, Mama, du schreibst jetzt keinen Kommentar. Wieso? Das Nein. hat mir gefallen. Na, Superstar, what up? Go purchase our album, yeah, bitches.
Und jetzt haben wir eine Stimme bekommen und die werden wir natürlich auch nutzen. Was ist dran im Buch? Komm. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you. Kommt ihr auch aus Österreich? Hi, Lugo. Ich komme aus Österreich. Du? Aus dem Irak. Ja, hau rüber. Habibi, wenn wir in die Hölle gehen, dann alle zusammen. Wir zeigen euch jetzt, wie man in 2 Sekunden Insta-Fan wird. Deswegen erstickst du normalerweise in den Dingern. Das drückt mir so in meinen Adamsapfel. Du hast den Hijab an, du musst es respektieren auch. Tanzen, singen, es ist alles normal, lustig sein. Ja, aber ohne Kopftuchbeat. Sie können mir nicht sagen, wie ich mein Kopftuch zu tragen habe, weil sie tragen keines. Was gibt dich das an, wie ich überhaupt ausschau, hm? Passen da alle drauf? Ah, locker, es sind 12 Gäste. Wie wollen die da Gewinn machen? Mit 1250 pro Kopf. Futtern wir da eine Rolex? Einer seiner Klassiker. Du brauchst das Mundgefühl der Mignonette. Bitte sag nicht Mundgefühl. Dieser Abend wird der Wahnsinn. Willkommen. Wir setzen alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Willkommen auf Hawthorne. Hier sind wir eine Familie. Ja, Chef! Wir ernten, wir fermentieren, wir gelieren. Genieren? Wir gelieren. Er ist nicht nur ein Koch, er ist ein Geschichtenerzähler. Das Spiel ist zu erraten, welches Überthema das gesamte Menü wohl haben wird. Erfährt man erst am Schluss. Wer sind Sie? Ich bin Margot. Was interessiert Sie das? Ich muss wissen, sitzen Sie bei uns? Oder bei denen. Dieses Menü. Die Bilder darauf sind von uns. Diese Gästeliste. Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend. Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur Theater. Bühnenzauber. Wir gehen jetzt. Folgt einer peinlich genauen Planung. Das ist echt, Alter. Was läuft hier für eine Scheiße? Sie erhalten einen Vorsprung von 45 Sekunden. Okay, die 45 Sekunden starten jetzt. Dafür haben Sie bezahlt. Lassen Sie mich vorbei. Das war nur Teil des Menüs. Alles gut. Nein, wir werden heute Nacht sterben. Wir sterben, ja. Happy Birthday to you. Ihr habt ihnen gesagt, dass ich Geburtstag habe. Schien mir vor 3 Stunden noch lustig. Mein Bruder gab sein Leben bei der Jagd nach unserem Feind. Sein Auftrag ist jetzt der meine. Speak your truth. You already know. Steht mir bei. Unsere Begegnung war kein Zufall. Weder Schicksal noch Vorsehung. Unser Werk war von höherer Bestimmung. Jeder von uns. Wir alle müssen entscheiden, wer wir sein wollen. Ich bin nicht der Held, den ihr sucht. Was immer ihr getan habt, befreit euch davon. Eines Tages sitzt du hier auf dem Thron. Raise your sail and then let go. Wählt nicht den Weg der Furcht, sondern den der Treue. In einem übertreffen wir wahrlich sämtliche Geschöpfe in ganz Mittelerde.
Wir bleiben einander treu. Mit Herzen, die noch größer sind als unsere Füße. Wir können das überstehen. Führerin, wartet! Nein, wir gehen weiter! Warum kämpft ihr immer weiter? Der Sturm wütet in mir. Du hast lang genug gekämpft, Galadriel. Gib dein Schwert auf. Aus mir werden. Das ist die Schuhe. Meinst du nicht, du hast jetzt genug geprobt? Ich will mich morgen vor Ida nicht blamieren. Schon mal was von den antarktischen Karaoke-Meisterschaften gehört? Und rate mal, wer gewonnen hat. Me, myself, ich, moi. Und wieso? Weil mir wurscht ist, was die Leute von mir halten. Gib mir mal ein Beat, na los, komm. Tschick, tschick, bum, bum. Es ist Juri, glaub mir, dass du keinen wie mich findest. Ich bin so cool, dass ich Eiswürfel pinke. Die Kette blitzt, jede Feder sitzt. Fresh wie Pfefferminz, der Freshste, den es gibt. Ich surfe auf der Robbe, auch bei Seegang. Flyer als ein Albatros, cooler als ein Schneemann. Ein ganz normaler Pinguin, du spinnst wohl. Man nennt mich Juri, den King vom Südpol. King. Happy birthday to you. Happy birthday. Who's there? Hi, I'm Sunin. I work for the census. I just need to ask you a question. Can you recall your last dream? The census wants to know about our dreams. Yeah, it's for your security. Well, what if I never dream? And if I do, I don't remember them. Recently, we've received a number of reports of violence against some of our census workers. This gentleman is Alan Villain. Villain? Yeah, it's Villain. V-I-L-L-I-N. Alan will accompany you from now on, just to be safe. Where are we going? Taking you back home. Maria says that ever since she came to this country, she doesn't dream anymore. The dream stayed in Mexico. Is that true? Her dreams are probably scared of the U.S. Border Patrol. Just like to act macho. Neither of you has balls. Let me think about that. Sometimes after work, if I like a dream I've heard, I translate it to Farsi. Then I pretend to be the person. You post all these videos to social media, yes? Many fans? Actually, over a million. What are you doing out here? How can you be everywhere? Because I love you. Did you get lost? Rejoice! The border between dream and reality is a very thin one. Hi, ich bin Lucy. Meinen Eltern gehört die Gelateria Felicita. Unser Eis macht glücklich. Hallo Lucy. Hallo. Tschüss Lucy. Du bist einfach zu gut für diese Welt. Einer muss doch die ausgleichen, die zu böse sind. Ey! Ist die Eismaschine jetzt kaputt? Die kostet 30.000 Euro. Wir haben alles versucht, Lucy. Wir bekommen das Geld einfach nicht zusammen.
Es ist Bankräubern gelungen, mehrere tausend Euro zu erbeuten. Du musst die Regeln selbst bestimmen. Aber dann bist du ein Gangster. Ein Gangster, der gewinnt? Ich muss eine Bank überfallen. Kannst du mir das beibringen? Ich helfe dir. Ein Gangster werden oder was auch immer. Das Wichtigste ist, immer cool bleiben. Gangster werden. Bitte die Hände hoch. Danke. Hä? Mann, ich muss Angst vor dir haben. Ist gar nicht so einfach. Nächste Disziplin, Diebstahl. Jetzt du. Na, na, na. Das ist aber nicht gut, Kinder. Tut mir leid. Wisst ihr denn nicht, wie viel Zucker da drin ist? Ja! Hände hoch! Das ist ein Überfall! Na bitte, geht doch. Showtime! Ist alles gut bei dir, Lucia? Ich mach mir Sorgen um dich. Aber ist Verbrechen? Ich hab's auf die nette Art versucht, aber so funktioniert die Welt scheinbar nicht. Wir müssen etwas unternehmen. Wirklich die Lösung? Ich will die Lucy zurück, die aus mir jemanden gemacht hat, der besser sein will. Oh. Lucy ist jetzt Gangster und demnächst im Kino. Hi, ich bin Maxi und heute ziehen Mami und ich in die Stadt zu ihrem neuen Freund und seiner Familie. Guck, ein Overfahren! Ich freue mich ja für sie. Aber ich vermisse jetzt schon mein altes Zuhause. Die Natur und... Oh, Sammy, bist du das? Ich kann's nicht glauben. Du bist echt... Ich bin eine Zahnfee. Ohne deinen Zahn komme ich nicht nach Hause. Ach ja, und das ist Gwen. Sie ist cool. Ich heiße Maxi. Und Milchzähne habe ich schon lange nicht mehr. Gestrandet in der Menschenwelt. In deiner Feenwelt ist sicher alles anders, hä? Hier gefällt's mir eigentlich besser. Oh, zu Hause passe ich irgendwie nicht richtig hin. Braucht diese Fee Hilfe? Dann bleib hier. Wenn eine Fee zu lange in der Menschenwelt bleibt, wird sie zu einer Blume. Für immer? Mach dich bereit. Wir müssen das Portal finden. Ein altes Portal, das in einem Baum ist. Für ein Abenteuer. Wenn ich ein Portal wäre, wo würde ich mich verstecken? Komm sofort runter! Nein! Voller Magie. Ihre Verwandlung hat begonnen. Violetta, sehen wir uns den Baum genauer an. Und Freundschaft. Ich glaube, Maxi ist weggelaufen. Ich weiß, wo sie ist. Weg! Stopp! Mit den Stimmen von Jella Hase und Lisa Marie Koroll. Meine Chaosfee und ich. Du stellst dich dumm, hä? Tja, niemand kann dümmer sein als ich. Warte. Demnächst nur im Kino. Wenn Sie das hier sehen, dann haben Sie den Kalender erhalten. Befolgen Sie die Regeln. Überraschung! Was machst du denn hier? Alles Gute zum Geburtstag. Ein Adventskalender? Befolge streng alle Regeln, bis du die letzte Tür öffnest. Wenn nicht, töte ich dich. Vorsicht! Isst du eine, musst du sie alle essen. Und Jesus sprach zu dem Gelähmten, erhebe dich und wandle. Hör auf mit dem Kalender, der macht dich noch total verrückt. Du nimmst deine Pillen gegen die Halluzinationen, oder? Ich will laufen. Ich will laufen. Alles Gute zum Geburtstag. Du solltest aufhören, diese Dreckspralinen zu essen. Dein Kalender wird noch andere Opfer von dir verlangen. Weitere Personen werden sterben müssen. Heute Nacht lässt du mich in Frieden. Oh Gott, ist das scheiße. Ich dachte, das wäre halt mal was anderes für ein erstes Date. Ist doch super. Zieh mal die Idioten an, echt. Können wir nicht einmal Knack kriegen? Nee. Machst du schön alleine mit irgendeinem Pimmel.
Ich habe mich entschieden, ein Kind zu bekommen. Hast du jetzt noch einen Freund? Nein. Ich mache das alleine. Entschuldigung, brauchst du vielleicht Hilfe? Ich dachte, du triffst sie jetzt nicht mit Männern. Das eine ist ja Spaß, andere mehr Kinder. Das hätte ja nichts miteinander zu tun. Mein Kaffee ans Bett. Was ist los mit dem? Ein Kind braucht auch einen Vater. Einen wie dich oder was? Wozu? Dann sollten wir keine Zeit verlieren, weil in ihrem Alter die Chancen rapide abnehmen. Dann durchforsten sie am besten die Samenbank. Oh, sorry, Entschuldigung, das ist er. Hi. Was machst du? Ich bin im Museum. Also, ihr seht euch nicht nochmal. Nein. Was, wenn ich das alles überhaupt nicht schaffe? Ich habe einfach Angst, allein ein Baby zu bekommen. Du musst echt mal aufpassen, dass du nicht wirst, Mama. Hast du die Gipsarme, weil du eine Alkoholikerin bist, Oma? Wie gut, dass du jetzt in die Schule kommst. Dann kannst du das Wort bald richtig aussprechen. Du kannst sie doch nicht einfach da liegen lassen. Sie ist unsere Mutter. Ich habe auch mal nie liegen gelassen. Ich habe eure alten Kindersachen mitgebracht. Für dein Baby. Also was musst du mir noch sagen, damit ich mich entscheiden kann, ob ich mich verliebe? Was kann ich dafür, dass du fucking 28 bist? Vielleicht will ich auch irgendwann mal Kinder. Aber ich will es jetzt. Du musst echt anfangen, dich selbst mit Respekt zu behandeln. Aber können sich nicht einfach alle richtig vertragen? Hey, es gibt's nur im Kino. Also, euch möchte ich mal mit Kindern sehen. Echt. Einfach mal was Schönes, ne? Gute Idee, Johanna.